freue mich, Christian Solberger hier zu begrüßen. Toll, dass du kommen konntest. Danke fürs Hiersein. Bin gespannt, was passiert. Ja, ich bin auch gespannt. Wir sind im Moment gerade zusammen in einer Produktion. Genau. Christian als Schauspieler und Sänger, Tänzer und ich sein Chef, Diktator. Ist aber ein angenehmer Diktator bis jetzt. Du musst ja jetzt ja sagen, vor Kamera und so. Genau, ein bisschen einschleimen. Das ist Business, gehört dazu. Genau, ein bisschen Schleim. Okay, über Business und so weiter möchten wir heute auch mit dir sprechen. Yep. Na, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen von dir, von deiner Karriere, was du alles machst. Wahrscheinlich viele Leute wissen gar nicht, was du alles machst. Kannst du uns mal kurz einen Einblick geben, mit was du gerade beschäftigt bist überhaupt? Klar. Ich darf schon auch so sprechen, oder? Ja, natürlich, unbedingt. Ja, okay, gut. Ich muss nichts. Ich muss nur wissen, wo. Okay. Genau, also im Moment, wie gesagt, sind wir gerade in Kriens-Emmen, in diesem Musical 95. Proben wir gerade, da ist dann im November, Ende November ist Premiere. Genau. Und ansonsten habe ich ein Tonstudio in Winterthur. Genau, und arbeite da als Sprecher logischerweise für Werbung, Imagefilme und so weiter. Kannst du uns mal was machen, was wir vielleicht kennen vom Fernsehen? Was ihr kennt vom Fernsehen? Jetzt drei Produkte. Jetzt drei Produkte zum Preis von zwei. Cablecom.ch zum Beispiel. Genau. Cablecom, Audi, Mercedes, was auch immer. Oder jetzt gerade Fuscht, die neue Fuscht-Stimme. So ungefähr, genau. Und, aber das ist so, das ist einfach Geld verdienen, blöd gesagt. Das Why ist da wirklich Geld verdienen. Und das andere Why, was mir viel mehr Laune und Spaß macht, sind Kinderhörspiele. Genau. Und ja, also das ist irgendwie, ich schon als Kind immer so, oh, ja, alles gehört, Raschperli, Globi, bla bla bla, alles mir angehört. Und dann dachte ich mir, ja cool, dann machst du doch das mal selber. Und dann dachte ich, ah, jetzt hast du ein Tonstudio, dann produziere doch mal. Genau, jetzt haben wir zwei Folgen von Trixie und Troll im Winterthur schon mal lanciert und es wird vier Folgen in Winterthur geben. Dann gehen wir in andere Städte, so in jede Stadt, so in der Schweiz. Und aktuell, toi toi toi, sind wir mit Hollywood an einem Kinofilm. Genau. Also Kinderkinofilm oder? Animationsfilm. Animationsfilm. Genau. Also um zu vertonen auch und zu produzieren. Zu produzieren, genau. Okay. Das soll ein 90-minütiger Kinofilm, wird es daraus entstehen und ja. Die Frage, brauchst du noch Schauspieler, erübrigt sich, ne? Ja. Nein, wir definitiv, also, weil ich werde mir in meinen Vertrag schreiben lassen, dass ich natürlich das Ganze auf Schweizerdeutsch vertonen darf, logischerweise. Und ja, also wir machen Hörspiel-Workshops immer wieder und wir suchen wirklich aktiv auch Stimmen, weil ja, so ein 90-minütiger Film braucht auch viele Stimmen, die... Zwei, drei verschiedene Stimmen. Ja, genau. Ja, was ist denn dein Background für die Leute? Ne? Also du machst jetzt auch gerade ein Musical mit uns. Das hat ja nicht so viel mit Sprechen zu tun. Also doch, man spricht natürlich, aber ja. Nur weil man Sprecher ist, kommt man noch nicht auf eine Musicalbühne. Nee, nicht wirklich. Also da komme ich eigentlich her. Genau, ich habe in München, ich weiß nicht, wer die Abraxas Musical Akademie kennt, habe ich Musical tatsächlich studiert. 3 Jahre lang. Aber wie gesagt, für mich war es mehr eine Persönlichkeitsentwicklung als eine, weil wirklich viel gelernt haben wir nicht. Okay. Also wir haben gelernt, wie es nicht geht und dann weiß man ja auch, wie es geht. Okay, das ist auch eine Methode. Genau. Genau. Und dann habe ich, ja, dann war ich so ungefähr zehn Jahre in Stadttheatern, Nationaltheater und so weiter in Deutschland unterwegs. Habe da so die ganzen Musicals gespielt. Dann kam ich mit Schwarze Brüder. Lustigerweise mit dir dann auch. Ne? Wir haben vor kurzem erst gemerkt, dass wir schon in der gleichen Produktion gearbeitet haben. Genau, das ist zufällig rausgefunden. Genau, aber sie waren im Orchestergraben und wir waren auf der Bühne, deshalb haben wir aneinander vorbeigelebt. Genau, aber mit Schwarze Brüder kam ich in die Schweiz und dann so Heidi in Wallenstadt und Gotthelf in Thun, Niederdorfoper hier, so ein bisschen so. Da war ich noch Vollzeit Theaterschaffender quasi. Gut, mach kurz eine Klammer. Wirklich total doof. Aber wegen dem Mikro, dass du nicht... Ist das zu nah?
Also gut. Ich höre das dann einfach mehr als die Stimme. Ja, das ist gut. Also sei ganz locker, sei dich selbst. Entspann dich. Aber ja, du darfst dich einfach nicht bewegen. Aber das ist Film, oder? Also das ist genau Film. Genau, du darfst übrigens so nicht machen. Mhm. Aber sonst fühl dich frei. Ja, also ich habe Musical immer gemacht. Das war super. Schön. Ja, hab viel gesungen. Wenn du jetzt sagst, du hast die Abraxas gemacht und du hast dann nicht so viel gelernt, wie du die vielleicht ausgemahlen hast und danach, was hast du denn zum Thema eben Business und Personal Development dir selber angeeignet? Was hast du dir da alles draufgezogen im Nachhinein? Bewusst oder unbewusst? Bewusst oder unbewusst. Also ich, wie soll ich sagen, ich habe das Glück, dass ich so ein Mensch-Mensch bin, sage ich immer. Sprich, irgendwo, also so in so Gruppen fühle ich mich mega wohl. Und es hilft. So ein Networker. Ja, aber nicht, dass ich, also ich gehe nicht dahin und denke so, und jetzt musst du mit jemandem reden, weil du willst ja einen Job, sondern es passiert. Es passiert irgendwie. Und das hat einfach sehr geholfen. Und irgendwie habe ich das Glück gehabt, dass ich so einfach ein paar gute Regisseure getroffen habe, die dann sehr viel gemacht haben. Also Stefan Huber war so mein Haus- und Hof-Regisseur. Mit dem ja, der ist ja sehr bekannt, ne? Mein Name ist Eugen und so weiter. Und in Deutschland sehr viel gemacht, Berlin. Ja, genau, ne? genau. Aber jetzt, ich meine, jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer hier. Ne? Ein bisschen Glück, ne? Das sagen alle immer. Ja, ich hatte ein bisschen Glück, ein paar nette Leute kennengelernt. Saugut einfach. Saugut. Ne? Nee, also wie kam es denn dazu, dass du diese Leute kennengelernt hast? Casting. Auf jeden Fall, also so hat es angefangen. Also mein zweites Casting war in Mannheim am Nationaltheater. Tatsächlich Anything Goes mit Stefan Huber. Also ein öffentliches Casting? Öffentliches, also ja, genau, ausgeschrieben. Öffentliches Casting, dahin gegangen, vorgesungen, vorgetanzt, vorge... Und dann, ja genau, und dann, du bist dabei. So hat es angefangen. Und dann folgten 11 Produktionen mit ihm. Also der hat mich an 11 verschiedenen Orten dann immer wieder mitgenommen und logischerweise lernst du dann Leute kennen und die kennen dann wieder jemanden und die suchen wieder jemanden und so weiter und so fort und so, ja. Ja, ist eine wichtige Lektion, ja, dass man, wenn man selbst noch nicht so viel Flow hat, dass man sich mal an jemanden dranhängt, der schon ganz viel Flow hat, der dich eben gleich mitziehen kann. Ja. Das ist immer, das ist sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Ökonomisch. Ne? Kann ich sehr schnell sehr weit bringen. Und ich glaube auch, ich habe das vorhin kurz mal in so einem Gespräch erwähnt, dieses klassische, du hast die Brille auf der Nase und du suchst sie. Das finde ich so ein starkes Bild, weil wir so oft, eben wie jetzt zum Beispiel, ah stimmt, ich kann ja noch Französisch oder ich kann ja noch, dass wir eigentlich die Dinge wirklich nutzen und aktiv uns auch überlegen, was sind eigentlich meine Sachen, die ich schon habe, die ich einfach mitbringe. Und so ist es, also so entstehen dann plötzlich Dinge, wo du denkst, aha, ja, das, so hätte ich mir das nicht gedacht. Wie zum Beispiel eben, ich konnte sprechen, logischerweise, weil ich stand auf der Bühne und dann meinte ein Kollege zu mir so, deine Stimme, die klingt irgendwie cool, mach doch mal was. Ach so, ja, stimmt, könnte mal. Gut, mache ich mal einen Workshop. Und so entwickeln sich Dinge, aber das hat sich entwickelt, weil es mir jemand gesagt hat. Mittlerweile bin ich so, dass ich mir überlege, was sind eigentlich meine Ressourcen, die ich schon habe? Was kann ich damit tun? Oder was muss ich mir noch aneignen? Was brauche ich noch? So. Dass du auch auf deine Stärken aufbaust, absolut, sozusagen. Absolut, absolut. Ja. Ja. Weil Schwächen haben wir alle. Also, die kann ich preisgeben, aber ich muss nicht irgendwo in ein Gespräch rein sagen, hi, das kann ich nicht. Ja. Was machen wir jetzt? Genau, ne? Ich habe auch mal diesen tollen Spruch gehört, dass man sagt, na, es ist schon schwierig genug mit etwas, wo du gut bist, wirklich verdammt gut zu werden. Ja. Warum versuchst du mit deinen Schwächen, ne? Ja. Mit den Dingen, die du nicht so gut kannst? Absolut. Das ist natürlich auch an Schulen, ne? Ausbildungen oft der Fall, dass man immer auf den Schwächen rumreitet. Ja, weil man will ja logischerweise die Schwächen ausmerzen. Aber ich bin Tennisspieler und ich hab sehr lange auch unterrichtet. Und da war immer das Wichtigste, man muss die Stärken ausbauen. Also weil wenn ich einen guten Aufschlag habe, dann muss ich den nutzen. Und von dem aus gehe ich dann zum Nächsten und von dem gehe ich zum Nächsten und so weiter. Und ich glaube, das ist so, für mich ist da der große Unterschied zwischen uns Schweizern und zum Beispiel den Amerikanern. Ne? Also
wir alle finden so, oh ja, die Amerikaner, oh yes, yes, dieses ganze Getue. Aber was passiert, ist, dass sie die wissen, wie sie sich verkaufen können. Also die lernen schon von Kind auf irgendwie dieses wie das geht. Und ich meine, wir müssen jetzt nicht so fake werden wie Amerikaner, aber ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr von dem kriegen, auch ich ermutige die Leute immer, tut, also macht es. Weil zum Beispiel eben in den Hörspiel-Workshops habe ich immer gesagt, okay, also es gibt nicht viel Hörspiel, dann macht doch, dann schreibt selber, geht, sucht euch Agenturen, sucht euch Leute, die auch Lust haben zu schreiben, dann kreiert was und schon entsteht ein Markt. Und in diesen Markt passt du dann rein. Weil so war meine Idee. Ne? Dass man auch nicht immer sagt, ja, der Markt, der ist kein Markt, ich kann gar nichts machen, sondern auch mal selber Hand anlegt, so wie man so schön sagt. Ja, genau. Ja. Sag ich mache mir vielleicht auch einen Markt oder ich eröffne einen neuen Markt. Als Möglichkeit, ja. Absolut. Was würdest du denn sagen, eben, wir haben auch heute schon darüber geredet, über, wie sagt man, servieren als Nebenjob und so weiter. Ja. Wie hast du da auch so Durststrecken gehabt, wo es mal nicht so gelaufen ist und wo du auch irgendwas annehmen musstest, das du nicht so gerne gemacht hast? Das Wort, die Nutte des Berufes, ja, das war ich auch schon. Aber glücklicherweise fast nie. Also wie gesagt, ja, da kommt wieder das Glück, aber ich fühle mich als Glückskind und ich glaube, das, was du vorhin erzählt hast, das, was du sendest, ziehst du an. Das ist so bin ich aufgewachsen. Und irgendwie habe ich einfach, also meine Eltern haben eben gesagt, hör auf dein Herz, der Rest kommt sowieso. Und irgendwie dieses, ich glaube, dieses Gespür, weil wir kennen es alle, oder? Wir gehen ins Casting, du kommst da hin und denkst, das ist irgendwie komisch hier, das ist mega komisch. Okay, und dann, aber trotzdem, also auf dieses Gefühl höre ich immer. Ich bin dann immer so, wenn ich mich in dieser Situation komisch fühle, dann ist das ein Grund, warum ich es nicht annehme. Und das hat mir mega geholfen, dass ich keine so richtige Katastrophen quasi in meinem Leben in diesem Bereich machen musste. Weil ich finde, dass, was wir ein bisschen verloren haben, ist die Intuition, die so Kinder so ganz klar haben, irgendwie, ja, ich will das oder ich will das, ich will das. Und wir haben es eigentlich, aber wir denken dann immer, ja, aber da kriegen wir doch 3.000 Franken im Monat. Das wäre doch cool. Aber wenn man dahinter schaut, oder das ist meine Erfahrung zumindest, Dinge, die ich vom Gefühl her gewusst habe, das ist es nicht, und die ich abgesagt habe, da kam immer was Besseres. Immer. Und vielleicht war es nicht in dem Bereich, vielleicht war es was anderes, aber es kam immer, weil dann hatte ich wieder Raum für, da kann was kommen. Und das ist so eine Empfehlung, die ich nur, ja, also die gebe ich gerne weiter. Hört auf euer Bauchgefühl. Du hast ja heute, wir haben noch kurz gesprochen, hast du irgendwie gesagt, du hättest viel zu sagen über das Thema Law of Attraction. Ne? Habe ich gesagt, also da müssen wir wirklich drüber reden. Ne? Also wie praktizierst du denn das? Also Law of Attraction, wer kennt das nicht, das Wort? Oder, ne? Gesetz der Anziehung ist die Übersetzung. Ne? Es gab, also das, was populär in den letzten Jahren war, das Buch The Secret oder der Film auch dazu. Vielleicht kennt ihr das. Aber es geht natürlich um Prinzipien, die schon tausende Jahre alt sind. Ja. Was hast du da für einen Zugang? Der Zugang ist eigentlich im Physikunterricht entstanden. Als der Physiklehrer meinte, Aktio gleich Reaktio. Da war ich so, alle so, ja, macht Sinn. Ne? Und dann geht man so ins Leben und denkt so, aha, aber wenn das Sinn macht, dann muss es ja eigentlich immer Sinn machen. Das heißt, wenn mir negative Dinge widerfahren, dann müsste ich ja der Auslöser dafür sein. Jetzt, um es einfach mal so global dann zu denken. Und dann habe ich so für mich runtergebrochen und ja, ich meine, es beginnt mit dem Aufstehen. Also, dass ich sage, geil, heute ist ein Hammertag. Yes. 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 Was wir in der Früh immer, ne? Yes. Also, er macht immer so lustige Übungen. Yes. Yes. Genau. Das wäre jetzt was für uns eigentlich. Wir müssen es eigentlich machen, oder? Ich habe die Boxen mitgenommen da. Hast du? Ja. Geil. Okay. Das müssen wir noch machen. Machen wir nachher. Ja, machen wir nachher. Gut. Seid ihr dabei? Ja. Cool. Yes. Nee, das ist wirklich, das ist so was ganz Simples. Also, dass du dein System, also weil wir alle haben ja scheiß Tage. Das gehört zu unserem Leben dazu, oder? Das ist einfach normal. Dann denkst du mir, oh, mein Freund ist ein Arschloch. Oder du denkst, hey, der andere auf dem Amt hat mich jetzt irgendwie angepisst, obwohl ich überhaupt nichts dafür kann. Aber dann irgendwie in der Früh aufzustehen und zu sagen, hey,
Ich bin erstens so klein mit Hut und so unwichtig, also fit mache ich den besten Tag meines Lebens. So, ein bisschen das. Und es funktioniert nicht immer, logischerweise. Aber was passiert, ist, dass das System das irgendwann glaubt. Und dann ist es wie, also diese erste Arbeit, die man machen muss. Das ist dann die Gewohnheit. Das wird zur Gewohnheit. Genau. Nicht, dass irgendwie. Ja, es ist dann so, ja, gut. Und dann sitzt du hier und denkst, warum sitze ich hier? Also hier jetzt oder was? Ja, genau, zum Beispiel. Ich habe heute mit einer Freundin telefoniert und so gesagt, du, jetzt gehe ich da hin und der will mich fragen, was so. Also ich darf irgendwie irgendwas erzählen. Oder du denkst, ja, wieso eigentlich? Also weil früher bist du selbst immer so. Und das, die Dinge passieren dann einfach und das ist so das Schöne, weil man, ja, irgendwie eben dieses, ich weiß, was ich tue, hat eine direkte Auswirkung. Oder weil wenn ich ihn anlache, dann kommt oft ein Lächeln zurück. Das weiß ich einfach. Oder das sind so Dinge, die dann das Leben einfach ein bisschen schöner machen. Und wie setzt du das jetzt, also außer, dass du jetzt am Morgen aufstehst, positiv, wie setzt du das denn um mit deinen Zielen zum Beispiel und sagst, hey Mann, ich will irgendwie, vielleicht hast du mal gesagt, hey, das ist eine Show, da will ich unbedingt mal spielen. Hast du solche Ziele schon gehabt und auch erreicht? Mit Shows nicht. Oder irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten? Oder? Ja, ganz viel, ganz viel. Also ich schreibe jeden Morgen, schreibe ich mir mindestens, ich würde sagen, zwischen 5 bis 10 Sätze auf, Tagesziele. Also ich mache immer einen Wochenplan. Ich habe einen Jahresplan, den ich meistens nie einhalten kann. Aber so einen Jahresplan, wo ich weiß, okay, das sind so die Dinge, die ich gerne bewegen möchte im nächsten Jahr, da möchte ich hin. Und dann habe ich einen Wochenplan und dann habe ich einen, das ist Horror eigentlich, ne? Richtiger Schweizer. Nein, das ist voll durchgetaktet. Nee, machen die Amerikaner genau gleich. Ja, okay, Gott sei Dank. Vor allem die Erfolgreichen. Sehr gut. Machst da nichts verkehrt. Okay, gut. Ja, aber wenn man es sich so überlegt, wie viel man... Aber dieses eine Video hat es mir wieder bestätigt. Wir sind Augentiere. Und wir müssen, und das hilft mir mega, wenn ich mir jeden Tag aufschreibe, Tagesziel. Das kann nur sein, ich gehe 10 Minuten joggen. Keine Ahnung. Oder ich will heute gesund kochen. Oder was auch immer. Oder heute will ich diesen Job. Dieses Casting kriege ich oder so. Oder ich muss es ja nicht mal kriegen, aber ich mache das Geistcasting für mich selber oder so. Irgendwie sowas. Diese Ziele eigentlich aufschreiben und dann ist, ja, und dann wieder loslassen. Weil dann kannst du es eigentlich vergessen, oder? Weil dann hast du es ja aufgeschrieben. Dein System weiß es. Dann kannst du loslassen und dann guckst du was. Es ist schon mal drin. Ne? Es ist drin. Es ist irgendwie in der Hand schon, Handschrift und dann auch im Auge und irgendwie lässt es dich nicht mehr los. Genau. Ja. Und am geilsten ist, wenn du dann so machen kannst. Dopamin. Yes. Ne? Ja, genau. Das gibt einen Dopamin-Kick, wenn man sowas macht. Ja, ja. Und man kann sich eben selber dieses Dopamin verschaffen, indem man kleine Dinge aufschreibt. So was wie, ich trinke jetzt das Glas aus. Blöd gesagt, oder? Und toll ist es, noch toller ist, wenn auf dieser Liste auch Dinge stehen, die euch wirklich weiterbringen. Mhm. Bring mich zum nächsten Mal. Weil auch, wir sind oft auch damit beschäftigt, Dinge abzuhaken, die so total unwichtig sind, aber wir machen dann trotzdem einen Haken und es gibt uns einen Dopamin-Kick und naja, immerhin hat man so einen kleinen Kick gehabt. Ja. Aber long-term sind diese kleinen Kicks... Ich glaube, das Fokussieren auf, was sind wirklich meine Prioritäten. Also ich kann ja 40 Dinge aufschreiben, aber wenn ich wirklich weiß, von diesen 10, die ich aufgeschrieben habe, sind 3 wirklich so sind die ersten, die ich tue, das ist mein Tagesziel, das will ich erreichen, dann hat es eine gute Richtung, finde ich. Was hilft dir, dich zu entscheiden, ja oder nein? Bing. Bing. Ja. Okay. Ja, ich bin voll. Also ich, Bauchmensch. Ja, ja. Also wenn ich in den Möbelladen gehe, dann kaufe ich einfach. Dann kaufst du einfach alles? Nein, aber ich finde so, cool, nehme ich. Und dann habe ich so, ich würde sagen, vielleicht so 10 Fehlkäufe im Jahr, wo ich einfach denke, gut, das... Bei Möbel? Zum Beispiel. Wie viele Möbel kaufst du im Jahr? So, nein, aber so diese klassischen Fehlkäufe. Aber es gibt so eine Regel, die fand ich mal gut, da hat mir jemand, ich glaube, ich habe es gelesen oder gehört oder so, es gibt diese 2-Sekunden-Regel. Für eine Entscheidung hast du 2 Sekunden Zeit. Wenn du länger überlegst als 2 Sekunden, ist es vorbei. Also dann solltest du dich nicht mehr umentscheiden. Genau, weil dann hast du schon, dann ist der hier am Quatschen, dann quatscht der und der hat irgendwie nicht mehr viel zu sagen. Also die Intuition ist eigentlich schon weg. Und ich versuch das
umzusetzen. Okay, aber jetzt haben wir immer noch nicht drüber geredet. Law of Attraction im Alltag. Wie, wir haben nicht drüber geredet? Was willst du wissen, Silvio? Das sagst du. Sag du mir es. Nee, was wollt ihr wissen? Also, was willst du uns sagen? Was ich euch sage? Ja. Ich will euch... geil. Ich will euch erstens sagen, dass ihr alles habt, was ihr braucht, um wirklich erfolgreich zu sein. Um erfolgreich zu sein, um glücklich zu sein. Also, dass ihr komplett ausgestattet seid mit dem, was ihr braucht. Also, das heißt, das könnt ihr schon mal vergessen, dass das nicht vorhanden ist. Weil das haben wir ja oft, dass man so denkt, aber das kann ich nicht, das kann ich auch nicht. Das voll weg. Und ich kann euch, nur motivieren, einfach irgendwie, tut Dinge, überlegt nicht Dinge, tut sie. Wirklich, also dieses Law of Attraction auch, es ist, ich will das, also mache ich das, also richte ich mich dahingehend aus. Ich denke nicht, ich könnte noch ein bisschen von dem und so, sondern okay, das will ich gehe dahin. Ja, was? Und dann macht es natürlich so, ne? Und am Schluss landest du da. Aber du bist gegangen. Ich glaube, es gibt doch, wie heißt es nochmal, diese drei Dinge, die ein Leben glücklich machen, sind tun, tun und tun. Aha, okay. Bin ich voll überzeugt davon. Der Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Ja, das war Und eben, was du sagst, im Law of Attraction is a Secret, wir haben in unserem Workshop, den wir haben wir auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel John Assaraf, der in The Secret drin ist im Film, selber sagt, die haben da einen großen Fehler gemacht. Die haben da ganz viel rausgeschnitten. Und der größte Fehler ist, dass sie den Leuten sagen, du musst einfach denken und wissen, was du willst, dann musst du daran glauben und dann kommt's. Und sie haben den dritten Schritt vergessen, das ist das Tun. Ja. Massive Action. Dass du wirklich anfängst, Dinge zu tun. Wenn du sagst, jetzt denke ich doch die ganze Zeit, dass es wahr wird. Und ich denke die ganze Zeit und es wird einfach nie was. Ja. Oder? Und das redet er davon, ne? Ja, weil sonst kannst du ja sonst ist einfach Schlaraffenland und du hängst da und wirst immer fetter und es passiert nichts. Also, nee, ich meine, das kann es nicht sein. Es ist irgendwie schon, weil es macht uns auch viel, also die Kraft, die wir dann haben oder diese Macht, die wir besitzen, ist auch viel, viel stärker, weil wir es tun. Und der Stolz, dass wir es getan haben, ist einfach auch, das kennt ihr alle, oder? Wo du denkst, so, das mache ich jetzt. Und nachher, wenn du wirklich denkst, hey, das habe ich geschafft, das macht uns... Das ja, nicht reagieren auf was von außen kommt, sondern selber antreiben, ne? Genau. Treiber, ne? Ja. Das ist auch ein bisschen weg von der, wie soll ich sagen, sagt mir, was ich zu tun habe. Oh, ja. Ja. Ne? Also, Entschuldigung, dass wir wieder zum Bildungssystem zurückkommen. Aber also mein Bildungssystem damals noch, ich habe jetzt gehört, Lehrplan 21 und solche Dinge ist jetzt alles anders. Aber zu meiner Zeit ging es noch darum, dass dir die Leute sagen, was du zu tun hast. Ja. Und nicht, dass ich mir irgendwie Aufgaben stelle und aktiv werde. Ne? Ja. Hast du, wie bist du zu diesem Action-Mindset gekommen? Sag ich mal. Gute Frage. Nächste Frage. Können wir die auch beantworten? Wie bin ich zu dem gekommen? Gibt's irgendwie, oder hast du das von zu Hause irgendwie mitgekriegt? Hast du mit Leuten, über Bücher, hast du dich irgendwie, oder sagst du, ich bin einfach so ein Macher von Natur aus? Das auch, ja. Hast du, also nein, muss ich sagen, ist ja jedes Kind ist ein Macher. Ja. Das Ding ist nur, dass man es nicht verliert. Würdest du sagen, du hast es wie nicht verloren? Ich würde das so sagen, ja. Also irgendwie, ich war das immer schon. Also wenn ich auch zurückschaue, so, ich habe schon mit 6 Jahren haben wir irgendwie Werbungen nachgespielt. Blöd gesagt, ich mache jetzt nichts anderes, oder? Also so im Vergleich. Und ich glaube, dieses, wenn man dann eben merkt, dass es funktioniert, dann kann man dem auch wie treu bleiben. Und das war bei mir so. Also ich habe dann wie ja, ich bin einfach so ein naiver Typ, der irgendwie ans Gute glaubt. Und das ist tatsächlich so passiert. Es passiert einfach tatsächlich dann auch so. Und so Fehler, das Wort Fehler oder Scheitern, was löst das in dir aus? Ja, das ist Alltag. Und was macht man, wenn man scheitert? Oder ich hab in meinem Studio, das ist jetzt ein bisschen feminin, aber es steht, tu was, falle um, richte das Krönchen und steh auf und mach weiter. Also es ist so. Mein Lebensmotto.
ob es jetzt ein Krönchen sein muss oder was. Aber dieses, ja, ich meine, wir wachsen ja an Herausforderungen, wir wachsen an Fehlern, wir wachsen an Dingen, die passieren. Ich glaube, das sage ich auch den Leuten immer an diesen Hörspielworkshops, vergesst bitte, das kommt schon wieder, tut mir leid, vergesst bitte alles, was die Schule euch gelehrt hat, quasi das, wenn du das und das und das machst, dann hast du null Fehler und dann hast du die beste Note. Vergesst es, weil das ist keine Kreativität, das lässt nichts zu, sondern quasi ihr müsst es rauslassen und Scheiße machen, Scheiße produzieren und dann können wir anfangen zu arbeiten. Und das ist sowohl im Business als auch in der Kunst ist das Alltag. Also Scheitern ist super. Wenn du das dann reflektierst und etwas und siehst, okay, warum bin ich gescheitert? Was ist passiert? Was könnte ich vielleicht nächstes Mal anders machen? Was könnte ich besser machen? Dann siehst du ja auch Schritt für Schritt, dass du dich entwickeln kannst. Mhm. Und so. Ja, das ist vor allem die Bedeutung, die wir diesem Wort beimessen. Ne? Scheitern und Fehler auch. Ne? Ja. Dass wir das als etwas Negatives vor allem oft anschauen. Ja. Gerade in unseren Breitengraden, sage ich mal. Extrem. Also, ja. Fehler sind schlecht. Ja. Wo man sagt, wir wollen jetzt nicht die Amerikaner, also man darf sie auch mal ein bisschen hochloben wieder, weil die werden ja oft genug gedisst. Wenn man in Amerika mit einer Firma zum Beispiel mal hops geht, das ist wie normal, heißt, okay, wie viel mal? Erste Mal, yes. Ja. Ne? Und in der Schweiz hat man oft schon so einen Stempel auf dem Kopf. Du, der, ups. Mm. Ja. 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 Das war ein klassisches Beispiel jetzt, oder? Es ging gerade darum, wo gründen wir unsere Firma für diesen Film? Weil das natürlich was anderes ist als jetzt Tonstudio. Und dann hieß es, ja, macht's in Amerika, weil dort gründest du eine Firma, machst einen Film und dann ist es wieder vorbei. Wenn es kein Erfolg war, kennt den Namen niemanden, so weit. Also für die ist es so, aber die tun. Es ist eben dieses Tun. Und das, also ja, das Tun wird belohnt auch mit Ansehen oder wie soll ich sagen, wird geschätzt. Ja, ja, mhm. Absolut. Gut, gut, spannend, spannend. Okay, was wollte ich dich noch fragen? Und zwar jetzt Talking Money. Na, wir wollen jetzt mal hier ein bisschen auf den Zahn fühlen. Also ich will jetzt nicht wissen, wie viel du im Monat verdienst. Das kannst du vielleicht auch unter vier Augen den Leuten sagen. Aber ich meine, was machst du da? Was hast du als Künstler gemacht? Du hast gesagt, okay, ich habe mein Studio gegründet. Aber vor diesem Studio hattest du das ja noch nicht. Ne? Also, mhm. Was hast du irgendwie ein System, um irgendwie, sag ich mal, finanziell überhaupt deinen Alltag zu ordnen? Was irgendwie. Lass mich überlegen. Die Antwort ist nein. 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 Ich meine, es unterscheidet sich natürlich grundlegend in der Zeit, wo ich in Anführungsstrichen nur als Darsteller gearbeitet habe und in der Zeit, wo dann natürlich noch ein zweites Standbein dazu kam. Das ist eine grundlegende Veränderung, die da passiert ist. Das ist meine Erfahrung ist einfach dahingehend, dass es sich lohnt, ein zweites Standbein sich. Und zwar dieses Standbein, also ich glaube, das ist auch sowas wieder mit dieser Brille auf der Nase, sich zu überlegen, okay, jetzt habe ich diese Ausbildung gemacht im Bereich Kultur, im Bereich Kunst und so weiter. Was kann ich denn damit noch machen, außer jetzt in eine Bar gehen und da arbeiten? Wenn das Spaß macht, super, weil das ist ja auch sehr persönlich und sehr figurenlastig, sage ich mal. Aber was sind eigentlich alles Dinge, die es noch gibt? Und da komme ich jetzt auch auf meinen Beruf natürlich zu sprechen. Ich für mich persönlich finde ich, dass ein Sprecher-Dasein extrem gut funktioniert als Darsteller. Weil es muss ja ein Beruf sein, der funktioniert neben einem Engagement. Oder? Also du hast vielleicht 3 Monate, da hast du was, dann hast du 2 Wochen nichts oder was auch immer. Das heißt, du musst ja auch während der Zeit vielleicht mal arbeiten können. Und das funktioniert einfach super, weil du, da kommt eine Anfrage, kannst du am Dienstag von 10 bis 12 einen Werbespot sprechen? Dann sagst du ja oder sagst nein. Und ich glaube, das schafft, also was es bei mir geschafft hat, ist, dass ich so eine Entspannung gekriegt habe, finanziell, weil wir, ne, also im Kunstbereich hast du ja oft dieses, ja okay, wie überlebe ich den nächsten Monat? Weil meistens geht das ja nicht so oder es überschneidet und dann kannst du es genau nicht machen. Und dieses zweite Standbein hilft dann sehr, einfach in die Entspannung zu kommen und dann auch nicht aus Angst irgendwelche Dinge anzunehmen,
sondern wirklich das anzunehmen, was eine gute Resonanz macht. Kannst wieder auf deinen Bauch hören. Ne? Genau. Also die Angst verhindert manchmal auch, dass man auf den Bauch hört. Ja, ist ja logisch. Also weil, wenn du denkst, okay, wie bezahle ich die Miete nächsten Monat, dann würde ich auch irgendwie Hansli Hinterseher oder so machen. Und was willst du? Hansi Hinterseher. Kommt auf YouTube. Ne? Kommt auf YouTube, ne? Ah, Entschuldigung, Hansi. Ich möchte dich nicht persönlich angreifen wollen. Dann Claudia Huber und ihr Bauernsextett. Bauernsextett. Das würde man dem vielleicht auch machen. Also vielleicht macht es doch Spaß. Keine Ahnung. Aber du würdest sagen, eben, also dieses Monat zu Monat denken, dass du kannst dich ein bisschen auf längere Zeiträume konzentrieren und das ist schon, das gibt dir schon Ruhe und Sicherheit. Ich glaube, gerade was jetzt heute im Entstehen begriffen ist oder was heute passiert, ist total wichtig, weil eben, wie heißt du nochmal? Nick. Nick hat jetzt was in den Raum geworfen, was viele überhaupt nicht, weißt du, das war gar nicht hier drin, oder? Und das ist sowas, auch sowas funktioniert super neben einem Engagement. Oder als Schauspieler funktioniert das super. Und von diesen Dingen gibt's, glaube ich, eben sehr genau, viele. Genau, Corporate Acting, ne? also für Wirtschaftsschauspiel. Genau, weil ich habe selber einen Freund, der das auch viel macht und so. Und die haben auch eine große Firma und die suchen immer wieder Leute. Und das ist das Coole, dass wir eigentlich, wenn wir sowohl Business als Persönlichkeit, als auch Kunst, wenn wir diese drei Dinge, wenn wir da sehr stark sind, dann haben wir so viele Möglichkeiten. Weil wir haben ja kein Problem, uns immer wieder neu zu präsentieren und zu sagen, ja, hi, hey, freue mich, dass ich hier sein darf, super. Genau, oder? Genau, das sind Leute, die so, sag ich mal, im Angestelltenverhältnis, für die ist das hier so viel schwieriger, ne? Die machen das zweimal im Leben oder vielleicht 10-mal, ich weiß es nicht. Ja, mittlerweile mehr, ne? Ja, mittlerweile mehr. Aber dass man, ja. Ja, dass wir das auch verstehen, ne? Dass diese... Ich habe gerade gehört, IBM hat eine Umfrage gemacht bei 1800 Business Ownern, was denn die Dinge sind, die sie umtreiben in der Nacht, welche Fähigkeit und was. Okay. Ne? Und also sind zwei Antworten. Also Nummer zwei ist Anpassung, dass sie sich ständig neu anpassen müssen. Ne? Ja. Wirklich tageweise, monateweise. Und, ne? Und was braucht man, um sich schnell anzupassen? Leute, Frage an euch, was braucht man, um sich schnell anzupassen? Empathie, das haben wir Künstler. Flexibilität. Flexibilität und auch vor allem Kreativität. Mhm. Dass wir überhaupt vorausdenken können, auch wo geht's hin, wo könnte ich irgendwo mich anpassen oder sprich, wo geht die Reise hin und ich bin schon einen Schritt voraus. Das ist das mit dem Anpassen auch. Das ist Imagination, Imagination, das, was die Künstler brauchen. Und das ist Nummer eins, Kreativität. Ja? Das ist... Ja. Ihr wisst gar nicht, was ihr für eine Power habt mit dieser Imagination, mit dieser Kreativität, die ihr da in eurem Beruf auslebt. Wie sehr auch die andere Welt danach dürstet. Mhm. Ne? Und immer mehr. Immer mehr. Es ist wirklich, es macht einfach die Welt auch ein bisschen bunter. Und ich glaube, das ist ja sicher auch von vielen wahrscheinlich auch so ein bisschen das Why, oder? Also ich möchte, das war zum Beispiel bei mir so, warum willst du das tun? Ich wollte Leute unterhalten, für mich war immer so ein bisschen lustiges Theater, wollte ich gerne machen, weil ich fand, es gibt schon genug Negatives. Und die Leute aufheitern, ja, sozusagen, genau, Freude genau, bringen. Genau, und stell dir vor, du bist ein Mensch, der, keine Ahnung, kommst ins Büro oder was auch immer und du hast diese Kreativität, dieses Spontane, also jede Firma, es nimmt dich mit Handkuss, weil das, man nicht sagt, ja geil, weil die machen, die Gruppe wird, die Dynamik wird gehoben, irgendwie die Energie wird besser und so weiter. Das andere kannst du dir eh erarbeiten, also nebenher. Wo waren wir? Beim Geld irgendwie. Ja, okay, na gut. Ja, Geld ist ja auch Wert für Wertschöpfung, für etwas, das man hat. Ne? Ja. Die Frage war irgendwie, ob du ein Geldsystem hast, aber also... Du hast dir sozusagen eine Situation geschafft. Ich glaube, eben weg von der Abhängigkeit, also weg von diesem eindimensionalen Denken. Klar, man kann immer noch denken, ich will unbedingt mal mit Keanu Reeves eine Szene spielen. Das kann ja ein Traum sein. Das darf man ja denken, aber abgesehen von diesem Traum gibt es ja auch noch ein bisschen mehr. Und das gibt eine gewisse Entspannung. Ich glaube, das ist so das
Ich glaube, es befreit ja auch, damit man diese Träume dann auch wirklich verfolgen kann. Weil wenn diese Träume ein Ich muss und wenn es nicht jetzt nicht gerade klappt heute mit diesem Casting, dann bin ich am Arsch. Ja. Das bringt einem auch ein bisschen in diesen Teufelskreis rein, dass man dann sagt, shit, jetzt muss ich halt wirklich einen Monat überhaupt, kann ich gar nicht keine Castings, so gar nichts machen für meine Kunst, weil ich nur irgendwie zu einem niedrigen Stundenlohn überhaupt meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Und dann ist das so ein bisschen, man hat dann noch weniger Zeit, noch weniger Kreativität, Inspiration, weil man mal was macht, das eben auch nicht sehr inspirierend ist oft. Und dein Wesen zieht es so ein bisschen runter, oder? Und das soll ja tendenziell nach oben gehen. Mit dem. Ja, die Frage ist eben, das sind ja auch große Dinge. Du sagst, ich habe jetzt mein Tonstudio, ich mache Workshops und so weiter. Das klingt immer alles so toll, ne? Aber du hast ja auch immer es mal... ist auch. Ja. Das ist das... Sorry. Na, aber weißt du, irgendwo hast du ja ganz klein angefangen. Ja. Na, was war der erste Schritt jetzt bei, sag mal, zum Tonstudio? Zum Tonstudio? Der erste Schritt waren fünf Bretter. Fünf Bretter? Ja, genau. Die fünf Bretter, die die Welt bedeuten. Nein, fünf Bretter, und aus diesen fünf Brettern entstand eine knapp ein Quadratmeter große Kiste, in der dann ein Mikrofon Platz hatte und kein Tageslicht reinkam. Und da habe ich Telefonansagen gemacht. Telefonansagen? Ja, also genau. So. Ja, so. Drücken Sie die 1. Drücken Sie die 2. So, ja, weil ich habe mein Netz, blöd gesagt, habe ich mein Netzwerk benutzt, weil ich wusste, ein Freund von mir, der hat eine Telefonagentur, also die machen wirklich professionelle Telefonansagen. Und dann habe ich das da gemacht. Und irgendwann dachte ich, vielleicht so ein bisschen Tageslicht wäre schon auch cool. Okay. Und dann wurde die Kiste so 2 auf 2 Meter mit einem kleinen Fenster. Okay, und wie lange hat es gedauert, bis du sagst, jetzt habe ich wirklich meine Firma, mein eigenes Tonstudio, wo du wirklich eben für die großen irgendwie Dinge produzierst? Das war so, also von den fünf Brettern bis zum Tonstudio sind so 4 bis 5 Jahre vergangen. Doch ganz schnell eigentlich, würde ich sagen, ja? Ja, keine Zeit verlieren. Nein, ja. Aber eben, es geht nicht in einem Jahr, aber es dauert auch nicht 25 Jahre. Ja, ne? Ja. Genau. Ne? Plant ihr was ihr in 5 Jahren macht? Oder seid ihr immer noch im selben Ort? Ne? Nicht, dass wir da... Das ist einfach so eine Frage, die man sich... Die stelle ich mir auch. Stelle ich mir genau gleich. Ja. Ne? Ja. Nicht immer denken, scheiße, in 3 Monaten hat nichts funktioniert, jetzt lasse ich das sein. Ich glaube, aber da braucht es auch immer diese so Initialzündungen, die dir auch passieren. Weißt du, dass man die Situation dann auch beim Schopf packt und nicht so, das gibt es ja oft, und man denkt, ja, soll ich nicht, ja. Das Thema Gelegenheiten ergreifen. Absolut, ja. Absolut. Weil so, wenn man anfängt, sich zu konzentrieren, plötzlich zeigen sich überall Gelegenheiten. Ne? Mhm. Wenn man die sich schnappt, kann was draus werden, und wenn nicht, dann schnappt sie sich ein anderer. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Michael Jackson hat ja übrigens immer mitten in der Nacht seinen Produzenten angerufen und gesagt, irgendwie um 2 Uhr in der Nacht, hey, diesen Song schreibe jetzt gleich auf und so, wir müssen das gleich produzieren. Und dann Quincy Jones, hey, was läuft mit dir und so. Und Jackson hat dann immer gesagt, nee, guck, das ist jetzt gerade vorbeigekommen. Wenn ich es nicht mache, dann macht es Prince morgen. Geil. Hat so gedacht, ne? Also das sind so die Ideen, die fliegen überall so rum. Und wer sie packt, der darf sie auch realisieren. Ja. Und wer sie nicht packt, dann geht die Idee weiter und sucht sich ein anderes. Also nicht ein Opfer, sondern jemand, der die Idee auch schätzt und umsetzt. Ja, ja, dann, liebe Leute, was habt ihr noch? Habt ihr Fragen an Christian? Ihr dürft ihn jetzt fragen. Die. Ja. Ich würde gerne so einen Hörspiel-Workshop mitmachen. Mhm. Du kannst Werbung, dich. Werbung. Ja, genau. 1. und 2. Dezember sind die nächsten zwei. Okay. Und am 9. Dezember ist Trickfilm zum Beispiel, falls sich das auch interessiert. Ja. Da musst du zum New Artist Workshop schon. Aber genau, vorher. Genau, und wir haben also 1. und 2. sind 2 Hörspiel-Workshops. 8. Dezember ist ein Open Mic, da kann man singen, da kann man Werbung sprechen, da kann man, was so die Stimme, was die Stimme und das Mikrofon so hergibt. Und am 9. Dezember ist Trickfilm-Synchronisationstag. Genau. Und wo ist das?
Das ist in Winterthur. Du kannst auf die Homepage. Darf ich? Ja, ja, bitte. Werbung. Product Placement. Product Placements, dafür ist es da. Soll. Wie? Ich habe. Ah, ich habe mich voll vorbereitet. War kurz. Nee, für Maßnahmen. Ja, ja. Ah, ja, doch, ich habe so. Ich habe sowas. Okay, dann fragt ihn doch, dann könnt ihr euch noch die Karte. Kannst du sterben, weil Rabatt für Maßnahmen vorbuchen? Yes. Genau. Ja. Exakt. Gut. Die Seite war wie nochmal? Die heißt solbergersounds.ch /. Ja. / Coaching, glaube ich. Ja, aber Solberger Sounds TH und dann siehst du Workshops und Coaching. Genau. Ja, gerne. Freue ich mich. Fragen? Sonst Fragen? Arbeitest du auch mit Kindern? Jein. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Projekt mit Schulen aufzugleisen, effektiv. Genau, weil. Ja, aber hast du Kinderstimmen? Ah, du meinst so, Kinderstimmen? Nein. Punkt. Also noch nicht. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber im Moment sind wir schon genug kindlich unterwegs. Das reicht schon. Das mögen eben meine Kinder gar nicht. Was? Das mögen eben meine Kinder gar nicht. Was mögen sie nicht? Dass erwachsene Kinder sprechen. Ach so, nee, wir sprechen keine Kinder. Ah doch, wir sprechen Kinder, tatsächlich. Ja. Aber da ist auch wieder, du kannst deinen Kindern sagen, das kommt wirklich darauf an, ob man so tut, als ob, oder ob man dieses Kind ist. Das ist wirklich, weil das ist meine Erfahrung jetzt, dass bei ganz vielen Hörspielen ist wirklich so, man tut so, als wäre man ein Kind und das ist grauenvoll. Hat viel mit Körperlichkeit zu tun. Also bei uns in den Workshops, die eine Dame da hinten weiß Bescheid, genau, bei uns an den Workshops ist es sehr körperlich und sehr, das ist Kindergarten. Also weil wenn nun, wir alle können das. Ja. Aber ist auch okay, wenn sie es nicht mögen. Ja, haben sie ja noch nichts gehört von dir. Ja. Ja, genau. Genau. Ja, genau. Genau. Sehr empfehlenswert. Wie alt sind deine Kinder? Ja, das geht von. Das geht von. Produktiv. Ah, super. Ja, das geht von 14 bis 5. Okay. 5 passt. Oder beziehungsweise so. Wir haben so gesagt, so Tricks in Troll ist wirklich so ab knapp Schule, vielleicht noch Kindergarten, zweiter Kindergarten, so sowas. Kannst du mal gucken, gibt es auch eine Homepage. Gut, weitere Fragen? Ich will schon lange ein Musical mitspielen, habe aber keine Musical-Ausbildung in Wien und Messen. Kannst du singen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass jeder singen kann. Hey. Ja. Und also was für ein Musical, also hast du ein spezielles, was dich interessiert oder einfach grundsätzlich? Nee, grundsätzlich, einfach so ein richtiges Engagement, nicht, also auch wirklich eine Rolle zu spielen, nicht einfach im Chor mitzusingen oder nur zu tanzen, sondern wirklich eine, ich sage jetzt nicht eine Hauptrolle, aber wirklich auch eine Rolle besetzt zu werden, die fix bei einem Musical mitspielt. Ja. Also im Endeffekt, finde ich, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist sicher, dass du dir vieles anguckst und dann auch noch bleibst, wenn die Show zu Ende ist. Ja. Und dann gehst du zum Beispiel mal was trinken, wo die Leute was trinken gehen. Ja. Ne? Also so Gelegenheiten schaffen, wo du schon mal mit den Leuten sprechen kannst. Mhm. Erstes. Zweites, sicher SBKV. Also du musst ja auch logischerweise wissen, wo sind Castings oder wo sind die Ausschreibungen. Also SBKV kriegt man immer wieder was. Was kann man an diese Castings immer? Sicher. Sicher. Ich habe eine Freundin, die hat nie Musical gemacht, die ist auch einfach dahin gegangen und hat dann Ewige Liebe gemacht. Okay. Weil, also es ist nämlich auch so eine schöne Entwicklung, wie ich finde, dass immer mehr Musical-Produzenten oder auch Regisseure wirklich Schauspieler, also die wollen Menschen auf der Bühne und nicht dieses... Ja. Weißt du, was ich meine? Genau, und... Du kommst von da oder wo kommst du? Also was hast du einen Hintergrund irgendwie in Künstler? Ja, also Schauspielerin. Ah ja, okay. Das also ich bin auch in der Ausbildung im letzten Jahr. Okay, aber es ist eine perfekte Voraussetzung, weil dann kannst du ja schon mal
den Part spielen. Vielleicht hast du eine kleine Rolle, weißt du, wo du viel spielst und nicht so viel singst. Wir haben zum Beispiel jetzt in 95 gibt es auch eine Rolle von Frank, der singt gar nichts zum Beispiel. Aber schon spielt er mit in einem Musical. Also lernt er die Leute kennen. Mhm. Es ist ja immer so ein... Und ich sag mal, also ich mache ja viel Regie für Musicals. Du kannst auch mich mal fragen. Ja, genau. Hallo. Oder, und ich sag mal, ich habe lieber die Leute, die tolle Schauspieler sind und okay singen, als die, die super singen und eigentlich, sonst können sie nichts auf der Bühne. Ja. Also weißt du, was ich meine? Da sind sie einfach Sänger. Dann sollen sie Sänger werden mit einer Band und so weiter, aber nicht eine Rolle auf einer Bühne verkörpern. Genau. Früher? Ist es auch, ne? Wie jung bist du denn? Ja. Ne, muss nicht sagen. Ja, aber das ist, also ich meine, siehst du, schon die erste, der erste Anknüpfpunkt hier. Und ich meine, das ist ja das Geile, wenn du dein Leben jetzt danach ausrichtest und sagst, so, und mein nächstes wirklich großes Ziel innerhalb, und setzt dir wirklich ein Ultimatum, sag dir, ich weiß nicht, wann du fertig bist, aber sag dir, wenn... Ich bin fertig und innerhalb eines halben Jahres habe ich mein erstes Engagement. Ja, das ist immer so ein Punkt. Man sagt dann, ich will schon lange und irgendwie ist es. Ja. Ich hatte Leute in der Sprecher, in so Workshops, die dann gesagt haben, ja, ich möchte mal Sprecher werden. Nicht so, du bist jetzt gerade Sprecher. Also dass dieses möchte, kannst du gleich streichen. Und dass du sagst, ich spiele bis Dezember, schieß mich tot, spiele ich in einem Musical mit. Ich freue mich schon, deswegen. Ja, vielleicht fällt ja noch jemand aus, ne, bei dieser Magen-Darm-Grippe, die bei uns umgeht. Ja, ne, man weiß nicht. Ne, weil, ja, ich meine, das würde. Also für zum Beispiel Sarah, perfekt. Weißt du, visuell jetzt? Vom Wesen. Ja. Gut? Und das hilft eben auch, also wenn du jetzt gerade sagst, wenn man sich das sagt, hey, ich mache Musical und so weiter, dann kommuniziert man das auch nach außen. Dann können die Leute auch denken, ne? Wenn ich nicht weiß, ich weiß, du bist an der Filmschauspielschule, weshalb sollte ich wissen, dass du Musical machen willst, wenn du es nicht sagst? Jetzt weiß ich es. Mhm. Ne? Mhm. Sonst würde ich ein Jahr lang dich immer wieder treffen und sagen, hi, wie geht's, Ladina, schön und so weiter, bla bla bla. Und, welcher Film? Ja, ja. Ja, vielleicht bleibt sie dann hängen, ne? Who knows? Ich wollte ja auch Filmregie machen und bin jetzt hängen geblieben, weil mir das viel mehr Spaß macht. Ja. Mit denen da den ganzen Tag irgendwie... Scheiße zu labern. Scheiße zu labern. Nochmal. Ja, genau. Okay, weitere Fragen? Keine, gut. Keine? Nein. Ja, also ich meine, wir haben, hey, so, wir haben viel gesagt. Ich glaube, jetzt müssen wir noch was trinken. Gut. Super. Wenn du Danke. Einen, Moment, wenn du noch einen letzten Tipp. Oh Gott, das ist wie das letzte Abend. Das an das dich. Letzte. Das letzte. Du bist ja jetzt auch schon, ich glaube, schon 20 gewesen, oder? Mhm. Was wäre, wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen könntest, dein 18-jähriges Ich, was würdest du dem für einen Ratschlag geben? Also soll es einfach aus mir raus oder soll ich es wirklich intellektuell überlegen? Ja, natürlich Intuition. Du hast doch gesagt, aus dem Bauch. Ja, das kommt blöd. Ich würde meinem 18-jährigen Ich, würde ich sagen, vergiss, was andere denken. Vergiss es. Ja. That's it. Ja. Ja, weil das ist sowas, das bremst nur und das ist... In jedem, ich habe jetzt wirklich kurz durchgescannt, in welchen, aber es ist wirklich in jedem Bereich ist es wie so, es bringt einfach nichts. Gut. Was ist dein letzter Tipp für unsere Leute hier? Stellt Fragen mehr. Nein, was ist mein Tipp? Ja, ich meine, eigentlich das, was jetzt hier passiert ist. Also wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen und vielleicht. Das, was jetzt gerade passiert ist, erzählt mir wirklich, was ihr wollt. Also, und ihr müsst wissen, was ihr wollt. Ich glaube, das ist es. Wenn man weiß, was man will und es dann auch kommuniziert, dann kann es auch passieren. Das ist so für mich das...
Also als erstes, man muss es wissen, als zweites kommunizieren und als drittes wird es passieren. Das ist so. Gut. Ja. Ja, schönes Schlusswort, ne? Domini. Okay, Christian, vielen Dank. Danke dir. Wir wollten noch die Übung machen. Wir wollten noch die Übung machen. Ja, okay. Also wir wollten nicht, wir machen. Wir machen. Tun, ne? Also super. Nicht aufstehen. Wir möchten mal noch oder wir tun Nein, noch. Nein, wir tun's. Ich mach mal das Mikro aus. Ja, wir machen jetzt aus hier.